Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es im Angesicht der Trainingspläne und Trainingssysteme, die wir schon öfters auf diesem Kanal besprochen haben, mal in eine spezielle Gegenüberstellung von zwei Trainingssystemen, die ich deswegen gegenüberstelle, weil sie sich eigentlich so ziemlich konkurrieren oder aufheben und an denen ich zeigen möchte, was eher die Prinzipien sind, die ich verfolge, die ich auf diesem Kanal verfolge. Und warum tue ich das? Aus Prinzip, weil ich irgendwann gesagt habe, ich halte zu Rot statt zu Blau oder dergleichen. Nein, natürlich nicht, sondern weil meine Erfahrung mir zumindest gelehrt hat, dass überwiegend die Leute auch mit dem Prinzip, das ich verfolge und das ich hier eben postuliere, Erfolg haben und zu ihren Zielen kommen. Das bedeutet nicht nur ich selbst, der damit eher Erfolg hatte, und davon gehen ja die meisten aus, sondern ich habe als Personal Trainer gearbeitet, ich habe vorher im Fitnessstudio gearbeitet und natürlich auch, wenn man das so lange macht wie ich, jetzt 24 Jahre, habe auch sehr viele Freunde und Bekannte trainiert und das bis zu einem professionellen Grad eben als Personal Trainer auch mit Leuten. Also insofern, da habe ich gemerkt, dass es sogar in diesem Fall eindeutig eine Mehrheit an Leuten gibt, die damit Erfolg haben. Und das sieht man auch wieder so ein bisschen an dem Kanal, denn alle Leute, die es gewagt haben, mal diesen Prinzipien mehr zu folgen, die ich auf diesem Kanal verbreite, spüren ganz plötzlich, dass da doch was Wahres dran ist, was sie vorher nicht dachten. Gut, genug der Vorrede, genug des Prologs, jetzt geht es zur Sache. Und wie ihr schon dem Titel entnehmen konntet, es geht um German Volume, den berühmten German Volume versus Heavy Duty von Mike Mentzer. Dazu muss ich natürlich erstmal ausholen und erklären, was die beiden sind. Wer dazu gerne mal ein einzelnes Video sehen möchte, der möge sich melden, sobald ihr merkt, das Interesse ist doch ein wenig größer. Bei dem, was ich euch jetzt hier erzähle, dann könnt ihr das natürlich gerne verlangen. Und wenn es genug Leute verlangen, dann mache ich ganz gerne auch mal ein Video dazu. Fangen wir mit dem älteren System an und das ist das Heavy Duty. Von Mike Mentzer, begründet in den 70ern, hat das Heavy Duty Training mehr oder weniger damals das Training revolutioniert. Insofern, dass Leute wie Schwarzenegger und Co. vor allem damals sehr viel Volumen trainiert haben. Das heißt, die haben teilweise 2 bis 3 Mal am Tag trainiert und zwar auch schon den Muskel gesplittet, aber eben, könnt ihr euch ja vorstellen, dadurch teilweise 3, manchmal 4 Mal in der Woche den Muskel trainiert und das mit unzähligen Sätzen. Also die haben es ja noch so gelebt, seht euch Pumping Iron an. Die haben sich eingeschlossen im Fitnessstudio und wahnsinnig viel draufgehauen und eigentlich nur durchgehend trainiert. Da kommen auch dann so ein bisschen die Gerüchte her, wer viele Muskeln hat, der muss ja schon im Fitnessstudio übernachten und so weiter. Und dann kam ein Mann und hat das Ganze mal ein wenig wissenschaftlicher betrachtet und ein wenig mehr evaluiert und ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Und zwar nicht einfach nur mehr bringt mehr, sondern hat das mal untersucht. Und das war Mike Mentzer, der hatte auch einen Bruder. Und die beiden waren zum einen Bodybuilder, die recht erfolgreich auch auf der Bühne standen, zum anderen eben dieses Trainingssystem begründet haben, das Heavy-Duty-Training. Heutzutage auch öfters mal verwechselt, beziehungsweise es geht in die gleiche Richtung mit dem HIT-Training, übersetzt High-Intensity-Training. Und ja, das war High-Intensity. Insofern kann man es tatsächlich dort herrühren. Im Prinzip hat Mike Mentzer eigentlich nur dafür gestanden, dass man das Training stärkstens reduziert. Also es gibt kein Training, das ich kenne, das auf so eine Kürze zusammengefasst wird. Und das trotz fortgeschrittenen Trainings. Das ist also nicht etwas für Anfänger, ganz im Gegenteil. Man braucht einen ziemlichen mentalen Fokus und man braucht schon einige Jahre Trainingserfahrung, um so etwas richtig gut anwenden und machen zu können. Und er hat es teilweise reduziert, dass man nur noch pro Woche, teilweise pro alle 9 bis 10 Tage eine Muskelgruppe trainiert und die tatsächlich nur, ja, für 5 Minuten. Manchmal sogar noch ein bisschen kürzer. Man mag es kaum glauben, aber das hat er dann so intensiv gestaltet, dass das zentrale Nervensystem meistens abdrehte und man dann eigentlich nur noch auf dem Boden lag. Also das übergeordnete Prinzip von ihm, ganz kurz, dafür richtig schmerzhaft. Und so hat er es auch aufgebaut. In der Schnelle
man hat im Prinzip einen Satz gemacht mit relativ hohem Gewicht, mit dem man nur so 6 Wiederholungen machen konnte, definitiv bis zum Versagen. Danach kriegt man 2 Intensivwiederholungen von dem Partner, der einem hilft. Und ihr wisst, was das schon bedeutet, zum Beispiel bei Bankdrücken. Man hat das Gefühl, man drückt gar nicht mehr. Dabei hilft der Partner nur mit den Fingerspitzen ganz leicht. Man ist aber schon fertig bei nur einer Intensivwiederholung. Jetzt kommen 2. Und dann nicht genug, es ist immer noch nicht vorbei. Der Partner reißt danach das Gewicht mit hoch und man muss immer noch kontrolliert langsam ablassen, also eine Negativwiederholung machen. Das auch noch 2-mal hintereinander. Und das war dann das erste Drittel. Danach geht es sofort im Supersatz, das kennt ihr, direkt danach eine Übung weitermachen, an die nächste Übung für den gleichen Muskel. Und da werden nochmal 6 bis 8 Wiederholungen gemacht, sagen wir mal Butterfly. Und tatsächlich wieder 2 Intensivwiederholungen dazu, 2 negative dazu. Und dann geht das noch an eine dritte Maschine. Das sind zwar nur 4-5 Minuten, aber glaubt mir, das ist die Hölle. Und danach hat man tatsächlich genug getan. Und ja, das habe ich schon ausprobiert, schon mehrmals in meinem Leben gemacht. Und es hat mir zumindest einiges aufgezeigt. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten Trainingssystem, das ich hier vorstelle. Und das ist German Volume Training. Das German Volume Training ist bekannt auch als 10x10 und verfolgt im Prinzip andere, einen ganz anderen Leitfaden. Hier geht man nicht, beim Heavy Duty, wir erinnern uns, ist man ja nicht nur bis zum Muskelversagen gegangen, sondern weit darüber hinaus. Und hier geht man tatsächlich nur zu einem gewissen Prozentsatz wirklich an Muskelversagen. Vielleicht mal bei einem Satz. Grundsätzlich viel mehr Volumen, während man vorher nur 3 Übungen hatte hintereinander und eigentlich nur einen durchgehenden Satz, hat man hier viele Sätze. Das Volumen ist zwar am Ende auch nicht 10-fach höher, wie manche es denken mögen, aber wer ein normales Volumen trainiert, sagen wir mal für die Brust von 8 bis 12 Sätze, ja, mit dem German Volume Training kommt man ein wenig darüber und macht auch einiges an Wiederholungen mehr, aber vor allem geht man nicht mehr bis zum Ende. Im Prinzip macht man von einer Übung jetzt 10 Sätze, das macht ihr selten, wenn dann habt ihr sogar 3 Übungen in der Zeit und macht 3x3 oder so etwas. Hier macht man eine Übung, sagen wir mal Bankdrücken, die Königsdisziplin, 10 ganze Sätze. Und immer die gleiche Wiederholungszahl, 10 Wiederholungen. Logisch, man kann das nicht dann immer bis zum Muskelversagen machen. Das bedeutet, im optimalen Fall kommt man nur beim letzten Satz bis zum Muskelversagen, denn sonst würde man vorher ja schon das Ganze abbrechen müssen. Das heißt, damit ihr im 10. Satz immer noch 10 Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht schafft, müsst ihr ja in den ganzen Sätzen davor immer ein paar Wiederholungen übrig gehalten haben, also gelassen haben. Das Reps in Reserve, Reps in the Tank, wie auch immer man es nennen mag, das muss es davor gegeben haben. Heißt, man hat also 9 Sätze, wo man nicht bis zum Muskelversagen geht und dann den einen, wo es im Optimalfall dann darauf abzielt. Und erst dann steigert man das Gewicht. Davon macht man eine Übung. Danach macht man dann anschließend noch ein paar ISO-Übungen, relativ normalen Stil, macht vielleicht nochmal 3 Sätze mit 10 bis 12 Wiederholungen. Und das ist es eigentlich. Das wurde begründet von Charles Poliquin. Ich glaube, in den 90ern wurde das gemacht und seitdem recht bekannt. Aber jetzt merkt ihr schon, wo der größte Unterschied ist. Bei dem einen, habe ich ja gerade schon gesagt, geht ihr nicht nur bis zum Muskelversagen, sondern maximal darüber. Und in kurzer Zeit geht ihr auf Vollzerstörung und hier ebenso gar nicht. Und jetzt ist es für diejenigen, die den Kanal auch nur ein bisschen mehr kennen als mit diesem Video, ziemlich leicht absehbar, wofür ich wohl stehe. Und zwar natürlich für Mike Mensahs Heavy Duty Training. Ich habe gemerkt, dass es tatsächlich Sinn macht, immer wieder an die Grenzen zu gehen. Dazu gibt es auch schon einige Videos hier, hier zum Beispiel mal metaphorisch ausgesprochen das Ganze. Schaut es euch gerne mal an. Aber kurzum, hat man einmal den Prinzipien gelauscht und diese verfolgt von einem Mike Mensah und quasi von Heavy-Duty-Training und das nicht nur selbst ausprobiert, sondern auch den Sinn dahinter erschlossen und einfach mal ein bisschen rumexperimentiert damit, dann kommt man nur sehr schwer wieder davon zurück. Und zwar, weil es tatsächlich einfach effizient ist. Heißt, wenn ich einmal gelernt habe, dass der Muskel mit einer kurzweiligen Überforderung den gleichen Wachstumsreiz auslöst für die nächsten Tage, wie mit einer langfristigen Forderung, warum sollte ich das dann nicht kürzer halten? Wenn ich natürlich Spaß habe, 2-3 Stunden im Fitnessstudio zu bleiben, okay, aber wenn ich das in der Kürze auch schaffe
Und man lernt sehr schnell beim Heavy-Duty-Training, dass es doch nicht ums Training geht, nicht um Länge im Fitnessstudio und dergleichen, sondern um Reizsetzung. Und plötzlich schaltet es im Kopf. Das war damals das allererste Mal, dass ich von der anderen Seite was gesehen habe, nämlich von der Reizsetzen-Seite. Es geht nur darum, dem Muskel einen Wachstumsreiz setzen zu lassen. Dass man ihm sagt, hey, du musst wachsen. Und dass man ihn anstößt. Nur darum geht's. Und das vergisst man vorher oft. Jetzt klingt das teilweise so logisch, aber vorher denkt man, man muss durch viel trainieren, wird er eben viel wachsen oder dergleichen. Nein, es muss nur ein Kicker gegeben werden, ein Reiz. Und wenn der in ein paar Minuten zu holen ist, wozu länger? Und das merkt man dann sehr schnell. Man muss natürlich beides ausprobieren. Es kann natürlich auch sein, dass Prinzipien hinter dem anderen System sind, das den Muskel dann doch besser wachsen lässt. Habe ich aber nicht kennengelernt. Und ganz im Gegenteil, man merkt ganz schnell, dass man einen gewissen Blick dafür bekommt, welche Sätze wirklich etwas gebracht haben und welche nicht. Und hier würde ein Mike Menzer, genauso wie ich, direkt beim German Volume Training die ersten 9 Sätze, die Sätze, wo man nicht bis zum Muskelversagen geht, wegschmeißen. Die bringen nichts. Also da würde ich tatsächlich behaupten, mit den 9 Sätzen habt ihr so viel erreicht, wie ich es vielleicht mit einem Satz bis zum Muskelversagen machen würde. Und da habe ich schon den gleichen Reiz gesetzt. Und das kann man auch sehr gut mit vielen indizienhaften Vergleichen mal versuchen, sich vor Augen zu führen. Wenn ihr zum Beispiel das Volumen von Liegestütz verteilt, ihr schafft es vielleicht zwischen 50 und 70 Liegestütz am Stück zu machen. Und wenn ihr dann bis zum äußersten Muskelversagen geht, wo ihr wirklich nicht mehr hochkommt und euch wirklich nur noch fallen lassen könnt, dann hättet ihr einen Satz gemacht. Wenn ihr diesen Satz, sagen wir mal die 60 Wiederholungen, die dabei rumkamen, 60 Liegestütz, wenn ihr den aber auf den ganzen Tag verteilen würdet, jetzt macht ihr einen Liegestütz, 15 Minuten später wieder ein Liegestütz, 15 Minuten später wieder ein Liegestütz, dann macht ihr 4 Liegestütz pro Stunde und dementsprechend bräuchtet ihr circa 13 Stunden, um auch auf die 60 Liegestütz zu kommen. Habe ich hier richtig gerechnet? Nee, ihr bräuchtet mehr, 15, 16 Stunden, glaube ich. Ja, auf jeden Fall müsstet ihr den ganzen Tag immer wieder einen Liegestütz machen. Und jetzt geht mal ganz intuitiv vor. Glaubt ihr, das würde dafür sorgen, dass die Brust bei beiden gleich viel wächst? Und meine Erfahrung ist eben ganz eindeutig, nein. Jeder, der vorher das eine trainiert hat und dann von mir trainiert wurde, und das heißt nicht vom Gotti-Prinzip, ich will hier nicht sagen, ich habe hier irgendetwas erfunden, nein, sondern einfach nur mal gepusht wurde, bis zum Ende zu gehen, bis zum Letzten zu gehen, hat sich gesteigert. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener. Und das war immer das Gleiche. Und deswegen stehen diese beiden Systeme ziemlich entgegen und deswegen sage ich auch ein German Volume Training, beziehungsweise es gibt sehr viele dieser Art. 7x7, 10x10, 3x3, alles, wo man Sätze macht, die eigentlich nicht bis zum Ende gehen, die kann man weglassen. Das sind für mich keine Arbeitssätze. Ein Arbeitssatz ist für mich definiert als der Satz, wo man bis zum Ende gegangen ist und nicht mehr konnte. Und zwar nicht mehr konnte. Heißt, die Pistole auf der Brust, du wirst uns erschossen, du hättest keine Wiederholung mehr geschafft. Deine ganze Familie wird erschossen, du hättest keine Wiederholung mehr geschafft. Du hättest 1 Million Euro bekommen, du hättest keine Wiederholung mehr geschafft. Das ist ein Satz, ein richtiger Arbeitssatz. Und damit fülle ich mein ganzes Training an. Manch einer mag sogar sagen, German Volume Training ist anstrengend. Hat man erstmal so trainiert, wie ich es auch tue, wo man jeden einzelnen Satz bis zum Ende geht, dann ist das ein Witztraining, dann macht das Spaß, dann ist das Erholung, das ist wie Aerobic. Das ist gar nichts, das ist nicht hart, um Gottes Willen. Normalerweise mache ich in den ersten 10 Sätzen immer so auf Vollzerstörung, dass dann wirklich jeder Satz bis zum Ende ging und nicht 9 Sätze, wo ich eigentlich noch gut kann. Nun ja, ich bin sehr gespannt zu hören, was ihr davon haltet. Habt ihr Erfahrung gemacht mit beiden Systemen oder auch nur mit Ähnlichkeiten in den Systemen? Trainiert ihr mit höherem Volumen und geht nicht immer bis zum Ende und habt damit Erfahrung gemacht? Oder habt ihr mal Erfahrung gemacht, das Ganze zu reduzieren und dafür hardcore an den Muskel ranzugehen? Das ist auch das, warum die meisten von euch sich vielleicht gar nicht trauen, nur einmal die Woche den Muskel zu trainieren. Weil sie einfach noch nicht so hart trainiert haben, dass sie immer bis zum Ende gegangen sind. Und ja, dann kann man auch öfters die Woche ran. Dann hat man die Regeneration. Und dann kann man die Zeit auch mehr füllen. Und dann macht es auch keinen Sinn, wenn ich immer wieder sage, bleibt nur 1 Stunde im Fitnessstudio und so weiter. Nun ja, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wenn euch solche Themen gefallen, liked. Ansonsten viel unten reinschreiben. Schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an.
und abonniert den Kanal ganz gerne, schaut bei Protein Arena vorbei. Und das war's jetzt erstmal für mich. Bis bald, euer Gotti.